hiermit ein herzliches Willkommen beim Duxer. So, hier wäre ein neuer Monitor drin. Ja, ich würde sagen, den packe ich erstmal aus und schließe diesen dann am Commodore 64 an. So, das wäre das gute Schätzchen. Ein 5:4 Monitor. Eigentlich war ich auf der Suche nach einem 4:3 Monitor, aber das sieht schlecht aus, zumal ich auch, wo haben wir ihn? Also mindestens solch einen Anschluss hier brauche. VGA haben die alle. Mit HDMI fast unmöglich so einen zu bekommen. Hat ja schon so leichten Retro-Touch. Ich drehe mal eben den Bildschirm. Ja, so würde der dementsprechend dann aussehen. Ich finde von der Farbe her passt das auch sehr gut zum Commodore. Ja, den werde ich dann ersetzen. Der Fernseher kommt weg. Der Monitor bleibt für meinen Laptop. Und hier kommt der Commodore 64 hin. Passt. So, jetzt kommt der große Augenblick. Ich starte mal den Commodore 64. Und eigentlich müsste jetzt ein Bild kommen. Ja, prima. Das hat funktioniert. Die Auflösung ist jetzt nicht ganz so gut wie bei dem hochauflösenden Monitor. Aber ich habe hier das richtige Seitenverhältnis. Was haben wir denn hier für Einstellungsmöglichkeiten? VGA ist da jetzt richtig. Und den DVI-Eingang, den habe ich auch noch. Da fehlt mir noch ein Adapterstück. Ja, und so würde das Bild jetzt aussehen. Allerdings nur über VGA. Und ja, ich hoffe mal, dass ich halt eben über DVI noch ein bisschen bessere Qualität hinbekomme. Ich kann ja mal irgendetwas starten. Und jetzt kommt erstmal der Farbtest. Das ist nämlich immer ganz wichtig, dass die Schrift immer gut leserlich ist. Und das ist auf jeden Fall auch gegeben. Also was will ich mehr? Ja, was können wir noch machen? Nochmal eine kurze Runde zocken. Ist aber selbsterklärend. Ja, Bild sieht auch sehr gut aus. Okay, ist natürlich ungewohnt, das Ganze jetzt in 4:3 zu spielen. Ich habe immer sonst auf 16:9 gespielt. Aber das ist nur eine Gewöhnungssache. Ich meine, so ist natürlich richtig, keine Frage. Und deswegen ist das schon absolut okay. Ja, was soll ich sagen? Bildqualität ist gut. Das Scrolling läuft flüssig. Also ich bin mit dem Monitor hier hoch zufrieden. Den Monitor habe ich ganz, ganz günstig bei eBay ersteigert. Darf ich gar nicht sagen, was er gekostet hat. 16 Euro. Da stand dabei natürlich gebraucht. Ist logisch. B-Ware. Und leichte Gebrauchsspuren. Ich kann hier überhaupt keine entdecken. Also der ist wirklich wie neu, der Monitor hier. Gut, das soll es auch an der Stelle gewesen sein. Ich zeige euch nochmal eben ganz kurz, wie ich es angeschlossen habe. Also VGA-Anschluss. Dann ist hier so ein Adapter. VGA auf HDMI. Und dann geht es in die Retro-Box hinein. Und hinten ist ein S-Videokabel. Das kommt, ist dann hier und direkt im Commodore drin. Mehr gibt es dazu eigentlich auch nicht zu sagen. Entscheidend, dass auf jeden Fall funktioniert, ist hier diese Retro-Scala-Box. Die funktioniert sehr gut, kostet um knapp 100 Euro. Und ja, was soll ich sagen? Es läuft.